Hallo, herzlich willkommen auf David Kids 3. Und was machen wir heute, Jungs? Bei uns ist heute Challenge. Wir machen heute Super Challenge. Und zwar Dinner Wiener. Aber noch nicht anfangen zu essen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Erst wenn ich sage, los geht's, dann fängt das Spiel an. Aber jetzt, vorher zeigen wir unsere Preise. Und unsere Jungs bekommen heute Überraschungseier. Los geht's. Erster Round. Gemüse. Und dann, jetzt, good job. Jetzt kommt schon Tomate. Aber man muss mal essen, sonst gewinnst du nicht. Aber da sind Naschtomaten. Die sind sehr süß. Los geht's, rein. Ich mag keine Tomaten. David, los geht's. Das ist eine Challenge. Da muss das ist Challenge. Wir diskutieren nicht, wir essen. Guck mal, Nikita ist schon weit voran. Der Nikita isst schon Paprika. Om, nom, nom, nom. Lecker? Los, kauen. Tomate wartet auf dich, mein Freund. Tomate muss man aufessen und gut kauen. Nicht vergessen, gut kauen, damit das Essen gut in unseren Bäuchen verdaut wird. Lecker. Was isst du da? Kohlrabi. Kohlrabi. Anushka, was isst du da? Kohlrabi. Super. Und jetzt bekommt ihr ein Gemüse, das nicht so leicht abgegessen wird. Da sind nämlich Erbsen. Und, aber nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen. Ja, das ist gemein von uns, ne? Dass ihr die Erbsen mit den Händen esst. Aber so ist das Spiel. Ja, los. Ja, los. Ich glaube, die Jungs brauchen Servietten. Ja, sehr gut. David, eine Tomate wartet auf dich, Nikita. Bist du fertig? Und noch unter Finish erwartet euch eine Überraschung. Wir Zuschauer können schon gucken, was da ist. Nein, nicht gucken. Erst Tomate aufessen, dann Finish-Deckel aufmachen. So. Hier gibt es eine Überraschung, aber erst bekommt ihr Servietten. So, aufkauen, los! So. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Los, kauen, los. Schlucken. Und Tomate auch essen. Ohne Tomate gehst du nicht voran. Nein, das geht nicht. Tomate muss man aufessen. Die sind süß. Nikita mochte auch Erbsen nicht. Ja, und Nikita hat die Erbsen aufgegessen. Aber dann verlierst du, dann nehmen wir dir einen Punkt weg. Dann gewinnst du nicht. Guck mal, was hast du? Hey, Nikita hat schon Finish erreicht. Und was ist das? Was isst du jetzt? Gummibärchen. Gummibärchen. Und wir haben gar nicht geguckt, was das war. Das war der Schuh. Ein Gummibärchen als Schuh. Gummischuh? Oh, oh. Wer hat Gummibärchen gegessen, ohne Tomaten aufzuessen? David, das ist unfair. David hat verloren. Oh, oh, ein Punkt weg. Also, und in diesem Round hat Nikita gewonnen. Applaus! Yeah! Wow. Der zweite Round fängt an. Und zwar mit Obst. Stopp, David. Noch stopp, David. Darf man nicht machen. Wir machen erst, wenn ich sage, los geht's. Los geht's. Ich träume. David möchte aber jetzt gewinnen in diesem Round. Aber gut kauen, nicht vergessen.
die schmatzen so niedlich. Was ist das? Das ist Birne. Birne mag ich. Und Nikita, du kannst schon aufmachen, genau. Was bekommst du da? Was ist das? Eine Ananas. Ananas, weil wir Obstrauen haben. Ja, aber erst kauen. Erst kauen, kauen, kauen. Und dann Ananas essen. Wieder geschafft. Oh, und in diesem Raum gewinnt auch Nikita. Und ich. Ja, und du bist der Zweite. Also ihr seid beide Gewinner, aber... Doch, ein bisschen mehr hat Nikita gewonnen, denn ja. Er war als Erster. Sehr gut. Good job. Was lieben die Kinder? Was isst du denn am liebsten? Fleisch. Fleisch. Und du, Nikita, was ist dein Lieblingsessen? Ich mag Gummibärchen. Gummibärchen? Nicht schlecht. Der dritte Round. Mmh, lecker! Magst du Salami, David? Mhm. Und du, Nikita? Magst du Salami? Ja. Sogar sehr doll. Ja. Aber erst muss man Gemüse und Obst essen, ja? Deswegen haben wir mit 2 Runden angefangen. Und der dritte Raum gibt es Leckereien. Hier schon wieder Käse. Magst du Käse nicht? Ehrlich? Aber da gibt es noch Wurst, da ist verloren und hinterher. Siehst du das? Hier muss man hier ist das. Da muss man hier alles aufessen. Ja, das ist der Weg zum Gewinn. Und unter den Deckel habt ihr wieder eine Überraschung. So viele Überraschungen heute. Und was ist das? Wer weiß das, was das ist? Ein Ei. Und was für ein Ei? Von Hühner. Nein, nicht von Hühner. Von Vogeln. Von Vogeln? Was für Vogel? Wie heißen die? Wachteln. Das ist Wachtelei. Ja, es ist etwas kleiner. Aber bitte hier schälen, hier abpellen. Kaufen. Mhm. Die sind super gesund und lecker. Und extra für Kinder. Ja? Die enthalten ganz viele Vitamine. So, ein bisschen schneller essen kannst du schon. Oder bist du schon fett? Nein? Guck mal, was Schönes dich heute jetzt erwartet. Hier gibt es noch Eisbergsalat, hier gibt es Mandeln und dann als Belohnung Käse, dann Wurst, dann gibt es eine nicht so tolle Überraschung, ne? Damit das Leben nicht zu süß wird und man auch Zitrone etwas kauen. Ja, Zitrone ist auch dabei. Wir wissen das, das ist etwas gemein, aber so ist das Spiel. Möchtet ihr Überraschungseier gewinnen? Ja. Ja, dann los geht's, abpellen. David ist schon voran, David pellt schon sein Ei. Sehr gut. Ja, ihr habt ja fast geschafft. Mhm. Lecker? Und sofort Eisbergsalat im Mund, damit es nicht zu trocken wird. Eisbergsalat essen, Nikita. Dann schmeckt es nicht so trocken. Ihr seid gute Esser. Ich bin ganz stolz auf euch. Sehr gut. Macht man das ab? Nein, Mock braucht man nicht. Die isst man mit der Schale. Magst du Mandeln? Sind sie lecker? Nein, aber du magst doch bestimmt Mandelkuchen. Hm? Backt deine Oma Mandelkuchen? Nein? Ist doch super lecker. Apfelkuchen? Ja? Nein.
Piratenkuchen. Piratenkuchen, das kann deine Mutter auch sehr gut, ne? Piratenkuchen zu backen. Wer gewinnt? Wir brauchen doch einen Gewinner. Aber jetzt ist schon egal. Es geht jetzt um Genuss. Ja? Aber es wird trotzdem schön, wenn David jetzt etwas schneller ist und dann gewinnt. Bloß eine Runde. Ja? Sehr gut. Und Nikita isst schon auch Käse. Und lecker? Ui. Anscheinend nicht. Magst du diesen Käse nicht? Das ist Babykäse. Hm? Magst du nicht? Na gut, du hast ja die zwei Runden so gut gegessen. Oh, David isst Zitrone. Also David möchte Zitrone nicht essen, aber das kann ich auch gut verstehen. Denn Zitrone ist super, super sauer. Ja? Aber du hast es probiert. Pelmeni. Und jetzt gibt es Pelmeni oder Teigtaschen. Mit? Mit welcher Füllung, David? Mit Erdbeere. Mit Erdbeere. Lecker, schlecker. Und Nikita isst trotzdem Käse. Du bist ein Held. Ein Held des Tages. Nikita isst trotzdem Käse, obwohl der Käse ihm gar nicht schmeckt. Und deine Mutter hat auch berichtet, dass du Erdbeeren auch gar nicht magst. Und was ist das? Zeig mal hier. Ein Krokodil wartet auf David unter seinem Deckel. Ja, ein Krokodil. Nom, 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 nom. Und? David hat gewonnen. Naja, du kannst dich auch ein bisschen anstrengen. Guck mal, du hast noch leckere Wurst. Magst du Pferdefuchswurst? Ja, oder bist du schon satt? Was ist los mit dir? Gut kauen. Ach so, Käse. Probier mal die Zitrone. Und in dieser Runde hat gewonnen David! Yeah. Yeah. Applaus, Applaus! David hat gewonnen. Ich mag auch nicht die Zitrone. Okay, gut, das ist nicht schlimm. Aber ein bisschen, hast du probiert? Ja. Ja, ein bisschen probiert, Vitamin C. Gut, dann bleibst du auch gesund. Sehr gut. Wir warten jetzt, bis Nikita fertig ist, unser Gewinner. Denn Nikita hat zwei Runden gewonnen. Unser guter Esser. Wieder nur eine, zwei. Ja, David hat nur eine Runde gegessen. Aber ganz mit Vorteil. Ist ja sehr langsam. Und für eure gute Leistungen bekommt ihr Überraschungseier! Servus! Juhu! Sehr gut! Und wir haben noch was für euch! Und zwar Minions Kekse! Sehr gut! Bitteschön! Und wir öffnen heute Überraschungseier mit Star Wars. Und David hat bereits Darth Vader bekommen. Und das ist die ganze Kollektion. Und was bekommt Nikita? Und Nikita bekommt... Wow, wer ist das denn? Wie heißt denn dieser Held? Wer weiß das? Das war bei mir auch. Ja, aber wie heißt der? David, kennst du das? Nein. Und hier steht nichts drauf. Wer war das? Hm? Was steht da? Also, liebe Zuschauer, wenn ihr weißt, wer das ist, dann schreibt uns bitte das in den Kommentaren und zeigt euch bitte eure Spielzeuge. Wo sind die Spielzeuge? Hast du schon zusammengebaut? Ja. Wow, das sieht ja aus wie ein Weihnachtsschmuck, ne? Man könnte auf den Weihnachtsbaum so aufhängen und es ist ganz toll. Und ich konnte das nicht. Ostern ist schon aus vorbei? Okay. Oh, Nikita hilft jetzt seinem Freund. So, das ist das Spielzeug von Nikita. Ich mache das hier. Danke für deine Hilfe. Super, hast du toll gemacht. Sehr gut. David, was muss man sagen? Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt Schokolade auch als Belohnung. Zeig mal deinen Freund. Wer ist das? Darth Vader. Darth Vader hatten wir noch nicht. Wir haben mit David schon Star Wars Eier aufgemacht. Aber Darth Vader hatten wir noch nie. Und der ist noch, wow,
Er hat auch bewegliche Teile. Nicht schlecht. Danke für das Zuschauen. Likes. Likes. Ja, stellt Likes unter unser Video. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und tschüss. Und tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut.